Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Zu den heutigen Keksen hat mich eine Instagram-Freundin inspiriert. Wir backen Wiener Plätzchen. Die sind so zart, dass sie schon auf der Zunge zergehen. Die Plätzchen sind ein Spritzgebäck, die mit einer Buttercreme und roter Marmelade gefüllt werden. Der Teig ist auch ganz leicht zuzubereiten, die Zutaten kommen alle in die Schüssel und werden miteinander verrührt. Wir fangen auch gleich mit der Butter an. Davon brauchen wir 300 Gramm. Gramm Puderzucker, 300 Gramm Mehl, eine Prise Salz und einen Teelöffel Vanilleextrakt. Und nun verrühren wir alles zu einem glatten Teig. Wenn der Teig fertig ist, heizen wir den Backofen vor, und zwar auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Dann brauchen wir einen Spritzbeutel mit Sternentülle und dort füllen wir dann den Teig ein. Die Butter sollte schön weich sein, damit sich der Teig leichter aus dem Spritzbeutel drücken lässt. Die Kekse sind etwa 4 bis 5 cm groß und sollten so 10 bis 12 Minuten im Ofen gebacken werden. Die genaue Zeit zeige ich euch hinterher. Die Plätzchen sind fertig gebacken. Die angegebene Zeit stimmte. Ich habe sie so 10 bis 11 Minuten im Ofen gelassen. Wenn die Plätzchen so einen schönen goldgelben Rand haben, sind sie auf jeden Fall fertig. So, nun kommen wir zu unserer Buttercreme. Dafür verrühren wir 50 Gramm Puderzucker, 50 Gramm Butter und etwas Vanillepaste. Wir nehmen uns einen Keks und bestreichen ihn dünn mit dieser Buttercreme. Dann machen wir einen Klecks Marmelade drauf und setzen einen Deckel drauf. Fertig. Unsere Wiener Plätzchen sind fertig. Jetzt habt ihr noch eine weitere Sorte Plätzchen für die Weihnachtszeit. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit, viel Spaß beim Backen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!